Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Planet Coaster. So, wir haben hier noch den Bereich ein wenig zu gestalten. Hoppla. Muss ich gerade mal gucken. Da können wir eigentlich hier so eine... Ach so, ja, Edit, logisch. So eine Platte auch noch ein bisschen tiefer legen. So, und da kann dann... Szenerie. Noch so ein bisschen von den... Sind die damit dabei? Genau, die habe ich gesucht. So in der Art hatte ich mir das vorgestellt. Hoppla. So, genau. Da gehen die Wurzeln so durch. Hoppla. X wollte ich eigentlich gedrückt haben. So, dann kann die da nämlich so hochranken. Und dann haben wir aber natürlich auch noch hier unser Gestrüpp. Alles schön verwachsen, verwildert. Genau. So. Ein bisschen Efeu anbringen. Dass das auch ein bisschen zugewachsen ist alles. So wie sich das gehört. Mm-hmm.
Dann müssen wir auch gerade mal so, dass es ein bisschen tiefer kommt. Genau. Ah, da können wir aber auch den hier. So. Das wäre das von innen. Jetzt können wir hier noch ein Dach drauf zaubern. Buildings, Buildings, da. Roofs. Machen wir da so eins drauf. Grid Size muss ich gerade mal verkleinern. Höhe können wir auch nochmal. Schauen wir mal, wie das mit so einem Dach aussieht. Es könnte passen, aber schauen wir mal. So. Das gleiche können wir dann noch mal hier oben machen. Genau, zack. Hallo? Nein, falsch. So passt's. So, und dann noch mal. Zack, zack. Hoppla. Ging natürlich mal wieder voll daneben. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Wieder mal die falsche Taste erwischt. So. Oh ja, ich denke, vom Dach her geht das. Müssen wir jetzt natürlich nur alles noch ein wenig auf alt gestalten. Das wird noch eine gewisse Herausforderung. Scenery. Was ist das eigentlich? Ja. Können wir auch noch dazu nehmen. Hat was Spinnenartiges oder so.
Hallo? So. Geht doch. Was macht der da? Das. So. So. Na, fangen wir mal mit dem Eck hier an. Schön überwuchert. Könnten wir eigentlich auch noch ein paar Felsen oder so hin machen. Nicht ganz so. So. Lassen wir das so ein bisschen auslaufen. Was ist das eigentlich? Ironwood. Eiswald, okay. Nicht Eis. Eisen. Was erzähle ich denn dafür in Schwachsinn? Kann man, denke ich, trotzdem auch ganz gut verwenden. So, dann können wir hier nochmal wieder die hier. Müssen wir nur passend drehen. Das ist immer so das Problem, wenn man da so davor steht. So. Da hat sich dann so ein Gebilde entwickelt. Eine von denen hier können wir quasi auch mal Buildings Walls. So. Edit. Die machen wir mal weg. Kann mal gucken. X. Das wird die richtig drehen.
X wollte ich drücken. Das ist nämlich das Schöne. Dass man hier die... Hoppala. Von den Dingern. Muss ich gerade mal gucken. Nein, so war das nicht gedacht. Ich wollte eigentlich gucken. Wie viel gehen denn da? Wie viel von den Teilen brauche ich denn? Drei oder zwei oder drei? Oder vier? Eins. Zwei. Drei. Okay. Frage geklärt. Schon wieder die falsche Taste erwischt. Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein. X. Können wir noch so drehen. Und dann noch eine letzte. Genau, die liegt dann hier so. So. Ich würde sagen, der Anfang ist gemacht. Da können wir noch ein bisschen... Buschwerk platzieren. Was da so durchkommt. Dass auch hier keiner versucht, das Zeug wiederzuholen. Das Ganze können wir natürlich ein wenig beleuchten. So. Ich würde sagen, damit beenden wir die heutige Folge auch. Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder dabei. Wenn wir hier noch ein wenig das Äußere auf Alt trimmen und dann können wir uns auch schon den restlichen Bereichen von diesem Spukbezirk widmen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und tschüss, bis morgen.